Das ist die 20. Gefällt mir nicht. Wenn es geht, was es tatsächlich tut, würfel ich das neu. Hattest du dein Glück schon für heute benutzt? Nope, ich habe mein Glück für diesen Tag noch nicht benutzt. Wir haben immer noch den 18. Ich weiß, ich bin damit sparsam, da ich keinen Schicksalspunkt mehr habe. Hat er nicht vorletzte Sitzung zwei Glückspunkte gewürfelt und dann nie benutzt? Ja, wenn die gewürfelt wird, dann muss ich sie auch benutzen. So. Dann war es einen Tag früher. So, die 19, das ist tatsächlich mit einer 5er Erschwernis auf den Punkt geschafft. Das heißt, ich würfel plus... ich kann jetzt kein DP eintragen, Sekunde. Plus 5. Das sind 16 Schaden, da kommen die 12 noch rauf. Das heißt 28 und die werden da halbiert, weil ich mit einem Dolch zusteche. Das heißt, ich mache 14 Schaden in den Schwertarm. Ja, auf den von Abelmir. Ich nehme den tatsächlich auch mal aus dem Kampf raus. Jetzt ist er tatsächlich tot mit den 14 TP und ja, damit ist er durch. Eine Aktion hast du noch, oder? Nee, nein, du hast dich orientiert. Tsunamin. Genau. Tsunamin ist aber auch durch. Gut, dann Ende der ersten Kampfrunde. Ihr könnt erkennen, wie sich, nachdem sich die Maulgrotte geschlossen hat, nun weitere Tore versiegeln, weitere Holzwände, die Archen geformt werden, und zwar diese hier und diese hier zur Niere. Und ihr könnt erkennen, dass das Wasser aus der Maulgrotte abläuft. Nächste Kampfrunde, Ende nächster Kampfrunde, wird das Wasser aus der Maulgrotte verschwunden sein. Und damit habt ihr ein riesiges Problem, denn eure Alchemie wird nur so lange halten, bis ihr wieder Luft atmet. Nächste Kampfrunde, Mira. Ja, Mira muss erstmal ihre Schwimmprobe würfeln. Gut, das können wir natürlich alle tun. Das tue ich nämlich auch mal für meine Q5-NPCs. Gut, Mira hat 12 Punkte. Ich habe 8. Oh. Die nehme ich für alle. Oh, ich denke, Mira will die Verteidigung des Gegners erschweren. Okay. Man würde angreifen. Mit der 20. Nahkampf patzen, warte. Da würde stürzen, verliert 1W6 plus irgendwas Inni. Und die letzte ist also... Gut, in dieser Runde dann nichts mehr. Ja, du hast gebissen, hast misslungen, es ist ein Patzer. Hast du noch eine Verteidigung offen, wenn du gepatzt hast? Nee. Gut, dann, Patzer kostet dich, glaube ich, eine Aktion. Ja, dann würde ich tatsächlich mal mit dem Speer nach Mira stechen. Das sieht nämlich ganz gut aus. Ja, mache ich einfach mal. Speere TP und zwar 8 mehr. Das sind sagenhafte 19. Hast du eine Trefferzone für Mira, bitte? Ja, warte. In den Torso. 11 in den Torso? Nee, 18. Achso, 18. Ja, das sind 10. Nee, warte, plus 8 sind 19. Ja, Rüstung und so. Mit 11 Schaden, dann hat er ja Rüstung. Gut, und Mira ist vergiftet. Bitte eine Konstitutionsprobe für Mira. Auch das sieht gut aus. Dann ist Mira durch, Abelmir 16, der Molure vor dir ist tot. Ja, ich muss in die Hand schwimmen, ich schwimme mal neben Tsunamin. Mhm. Ist das eine Aktion wahrscheinlich, oder? Ja, eine Aktionposition, klar. Wenn ich jetzt attackiere, darf ich vielleicht nicht mehr parieren wahrscheinlich. Aber die unten unterhalb von mir sind ja egal. Darf ich trotzdem noch parieren, wenn ich attackiere jetzt? Nein, du hast eine Aktion für deine Position benutzt. Du weißt auch nicht, was er hier tut. Genau, schlecht. Ja. Willst du was tun? Parieren? Nein, ich warte ab. Gut. Dann Abelmir ist durch. 18 Raphim. Ja, ich möchte angreifen. Wenig überraschend. Ich habe ja 12 Punkte. Warten Sie, 12 Punkte. Damit möchte ich seine Verteidigung. Ja, doch, damit erschweren wir mal seine Verteidigung. Ja. Wie viele Punkte hast du? 12. 12? Okay, ja. Ich habe meine Punkte schon auf den Speere gelegt. Ja, ich habe getroffen.
Ich pariere es einfach mal, aber ja, nein. Kann er nicht. Ich bin ein großer Gegner. Er müsste ausweichen. Ah, gut. Er hat ausweichen auch auf 15. Aber du hast es erschwert um 12, also ist egal. Kannst ja, ich mache eh keinen Schaden. Nimm den ersten. 14 halbiert sind 7. 7. Minus den Rüstungsschutz. Alles klar? Ja, ich greife ihn nochmal an. Macht schon Spaß, wenn du keinen Schaden machst. Die Runde geht halt schneller. Ich muss überlegen, was ich tue. Ich mache eh keinen Damage. Ja, oder er kann auch parieren. Sonst mache ich doch mal 8 Schaden. Ja, ich mache mal die Ausweichenprobe. Schaffe ich nicht. Alles klar. Dann, nach Rafim kommt die 20 Jala. Ich möchte... Warte mal, der ist entwaffnet, ne? Ich bin nicht auf H. Ich möchte gerne vorziehen und auf H angreifen. Also versuche nicht zu unterlaufen. Okay. Nee. Das möchte ich parieren. Okay, dann. Achso, warte mal. Es ist eine nicht erschwerte Attacke, ne? Unter Wasser. Nee, gilt wie gesagt nicht für aquatische Lebenswesen. Ansonsten nicht erschwert, nein. Genau. Deine Parade ist jetzt um 4 erschwert, kann das sein? Oder um 6? Nein, die ist nicht erschwert. Gut. Und entsprechend kommen halt mir entgegen. Ja, hab ich. 15. Ja. Dies ist ein Gegenhalten vermutlich nicht gelungen. Er hat einen Punkt aus Inni und ich bringe 6 Punkte erschweren, ist ja nicht gelungen. Dass er da vollen Schaden machen. Oh, er macht keinen Schaden. Wie schade. Und du machst einen halben. Kriegt von mir einen halben. Ja. Den halben sind 5 und dann nochmal halbiert, oder? Ja, sind dann 3. Das ist sagenhafter Schaden. Gut, aber er ist auf. So was wert. Aber er ist auf H. Ja. Gut, jetzt darfst du. Jetzt bin ich erst dran. Ja. Ich möchte ihn Body checken und an ihm vorbeischwimmen. Okay, wohin? In die Nierengrotte. Okay. Ganz präzise möchte ich halt hier so in den Torrahmen, den ich sehe, der gerade zuwächst. Ja, wie gesagt, was wächst zu, so? Nächste Kampfrunde ist er zu. Ja, also, ich weiß nicht, ich gebe dir gerne noch eine. Ich krieg dir, du kriegst auf alle Fälle noch ein bisschen. Passierschlag nehme ich, Passierschlag. Ja, Passierkralle. Das ist nicht gelungen, dann ja. Ja, kriegt der Schwendes noch Aufmerksamkeit und Stuff. Oder warte, dann. Es ist erst Ende nächster Kampfrunde, ich möchte mich erstmal nur hinter ihn positionieren. Ende dieser Kampfrunde. Ende dieser, okay. Dann gehe ich hier hin und benutze alles, was ich sonst noch an Aktionen habe, zum Wedeln im Sinne von bewegt euch. Gut, Jalan ist durch, meine Molurenbesatzung ist dran. Ich fange mit dem an. Einmal Attacke auf Mira, ja, eine Parade, der ist fertig. Der hier hatte dich jetzt einmal angegriffen, der hatte einmal Passierschlag, der kann dir hinterher schwimmen. Er geht auf Rafim mit einer freien Aktion und würde ganz gerne von der Seite zu krallen, weil er entwaffnet ist. Und das würde er schaffen. Nicht mit. Von der Seite? Näher als. Also nimmt er den Passierschlag oder will er auf DKS an Rafim ran? Nö, er möchte auf H. Dann muss er 2 Passierschläge nehmen: einen von DKS auf DKN und einen von N auf H. Hat Rafim eine Aktion? Hat er nicht. Rafim hat keine Aktion mehr. Rafim hat auch mal freie Aktionen. Ja, freie Aktion müsste ich noch haben. Das in die Seite? Wenn ich hier in die Seite schwimme, na gut. Das ist ein Kontrollbereich, ist 180 Grad vorne. Ja, na gut. Na, 180? Oder 90? 180 aber, nicht, aber 90, ja. Aber nicht zweimal verkürzen Sie das nicht schon 2 Aktionen für ihn? Weil er zweimal... Nein, das kann, er kann einfach an dich heranlaufen. Genau. Das ist kein Problem. Ah, okay. Er läuft an dich heran. Wenn er halt keine Aktion dafür nimmt, muss er den Passierschlag stattdessen nehmen. Genau, denn der nimmt den Passierschlag plus 8. Ja, warte... Der ist tatsächlich getroffen und ich mache keinen Schaden. Ja, dann kommt er auch nicht auf H ran, sondern bleibt auf S stehen. Das ist tatsächlich nicht so. Er darf trotzdem die Bewegung vollführen. Okay. Dann darf ihn aber noch einen geben, wenn der Junge noch von jetzt auf N auf H ran will. Achso, jetzt ist er nur auf N, ne? Ja. Ja, ich bleib auf N stehen. Ja, nee, passt. Ich bleib auf N stehen. Gut. Dann verliert er noch 1W6 Inni. Der hier ist durch, verliert Initiative. Ich setze ihn jetzt einfach mehr 4 Punkte runter oder sowas. Der Kampf ist eh gleich vorbei auf die 17. Dann ist der hier von Zulamin dran. Der möchte einmal nach Abelmir und einmal nach Zulamin stechen. Und dann mache ich... ich habe eine 8 Punkte aus der Schwimmen. Ich ziehe vor. Ja. Jalan kennt sich aus mit Aachen, mit Kriegskunst. Ich möchte hinterher schwimmen. Das heißt, meine Schwimmenprobe geht in Bewegung, nehme ich an. Das wäre korrekt. Ich kann dir trotzdem einen Passierschlag geben. Kann man mit seinen Schwimmenpunkten die Attacke des Gegners erschweren? Ja, klar. Ja. Dann wäre das jetzt vermutlich das Sinnvollste, oder? So verstehe ich aber das System nicht. Ich verstehe das System so, wenn ich mich unter Wasser bewegen will, dann verschwinden die Punkte dahin.
Ja, du kannst dich weiter bewegen. Genau, du kannst das auf deine Geschwindigkeit setzen. Das System will so, dass man am Anfang sagt, gegen wen man kämpft und wie man sich orientiert. Und dann darf man seine Punkte nur dieser Orientierung entsprechend einsetzen. Das steht so in etwa erzwungen. Ich hatte ohnehin vor, ihm die Attacke zu erschweren. Also. Gut, also du willst an ihm vorbeischwimmen? Ja, das ist dann eine plus 13 auf seinen Passierschlag. Plus 13? Ja, 10 standardmäßig. Für mich. Weil du aufmerksam bist und... Okay, und dann setze ich, meine Attacke da trotzdem... Ich erleichtere sie mir um 5 und 3 Punkte mehr TP. Schauen wir mal. Kannst du nicht, ist ja Passierschlag. Ach, richtig. Du kannst anstelle eines Passierschlags immer eine reguläre Aktion machen. Nicht, wenn ich die höhere Inni habe. Ja, das ist richtig. Die höhere Inni rettet das auf alle Fälle. Also dann kannst du auf jeden Fall vor ihm wegschwimmen. Ja, das geht. Dann kannst du dich daran bewegen oder weiter. Und dann habe ich aber noch einen Schlag auf Abelmir. Mit dem Speer. 2, das wäre gelungen. Abelmir hat aber noch eine Parade. Das ist nicht gelungen. Schon wieder der Patzer. Dann bekommst du 9 TP. 10 wegen Salzwasser. Genau, 9 und dann plus 1. Und wenn du... Wohin? Das musst du selber auswürfeln, bitte. Ach so. Und dann bitte eine Konstitutionsprobe von dir wegen dem Gift. Torso habe ich einen Rissschutz von 4. Bleibt also 6 Punkte übrig. Ja, dann kriegst du auf alle Fälle Schadenspunkte. Und wenn Schadenspunkte kommen, dann die Konstitutionsprobe. Und dann habe ich noch, die sind beide blind. Die stochen also weiter umher, beziehungsweise würden parieren. Dann bin ich mit den Moluren fertig. Diamantes. Ich ziehe hinterher. Es ist klar, dass Zulamin und Yalan versuchen, da irgendwie die Tür aufzuhalten. So schwimme ich an zwei denen vorbei. Die werden mich mit dem Speer, falls sie Aktion haben, passierschlagen können. Zumindest der obere hat keine mehr mittlerweile. Ja. Aber freie Aktionen reichen dafür, ja. Der hat auch keine freien Aktionen mehr. So, dann komme ich mit mal zwei Aktionen hier auf jeden Fall hin, auch zur Tür, falls das denn überhaupt noch groß genug ist, dass wir da zu dritt nebeneinander stehen können. Ja, 1:1, also eure Token, das passt ungefähr. Du bekommst einen Passierschlag, er hat getroffen mit einer plus 8, plus 14 würde er sogar schaffen und das sind dann 8 TP. Du verlierst dann, glaube ich, auch Initiative. 1W6 immer. Wo? Musst du selber auswürfen. Okay. Ich hab mal. Oh, so finde ich gut. Da habe ich 6 Rüstungsschutz. Das heißt, 2 kommen durch. Konstitution? Und, Konstitution. Plus 1, weil Salzwasser. Wie hoch ist die Erschwernis auf die Konstitution? 4. Also 4. Aktuell du hast es. Geschafft. Dann ist Diamantes durch. Zulamin hat sich auch bewegt, ne? Ich habe mich bewegt. Da heißt das, ich kann nichts anderes mehr tun. Was willst du tun? Ich möchte wissen, was dieser Wurm da tut. Beißt er uns gleich von hinten oder liegt er nur rum? Du kannst sehen, es handelt sich dabei wohl um einen ziemlich großes, ekelhaftes Subjekt. Ein Käferlarve, würdest du sagen. Zahlreiche Adern aus Holz, die an ihm angeschlossen sind, seinen Körper durchdringen. Einige Fragmente von ihm sind verfault, schwarzwasser geformt und sind wohl gerade im hinteren Bereich so, dass der Körper einfach von innen heraus verrottet. Gut, also ich nehme das erstmal nicht als Bedrohung wahr. Wohl nicht. Das Ding lebt noch, ganz explizit, aber während du dich weiter orientierst, umblickst, so ein bisschen zu Yalan blickst, kannst du sehen, wie die Schotten zuwachsen und das Archenholz euch den Rückweg versperrt. Ja, dann versucht noch mit dem Armstumpf halbherzig es aufzuhalten, aber weiß natürlich auch, dass es zwecklos ist. Die anderen derweil, ihr könnt erkennen, das Wasser hat sich mittlerweile durch zahlreiche Astlöcher im Boden der Maulgrotte abfließen lassen und ihr atmet mittlerweile wieder so etwas wie Luft, auch wenn sie unglaublich von Salzwasser geschwängert ist, als ob sie noch nie in ihrem, Leben, Unleben richtige Luft hätte gerochen. Also alles ist sehr künstlich, würdet ihr sagen. Es ist nicht aufgereinigt und um euch herum knackt das Holz weiter. Ihr könnt, wie gesagt, feine Röhren und Linien erkennen. Die Astkäfer, die immer noch weiter um euch herum krabbeln und irgendwelche Harzbrocken umhertransportieren. Und die Moluren, die jetzt langsam anfangen, panisch zu werden, weil das Wasser fehlt.
Sie können zwar an Land atmen, sind aber nicht so gerne an Land. Dementsprechend weichen sie allesamt zurück an die Wände und greifen sich nicht unbedingt an den Hals, aber sie würden auf alle Fälle die Kämpfe einstellen und die Speere fallen lassen. Ihr könnt natürlich Passier schlagen oder Passier beißen, wenn ihr wollt, aber die sind zumindest gerade erstmal in Panik. Fangen wir an mit Rafim, Abelmir, die zu uns sind. Ira möchte danach beißen. Ja, alles klar. Du gibst den kurzen Anweisung und Mira beißt den Muluren, die immer noch in Panik sind, nach und nach die Kehlen auf. Erst diesem und dann später diesem, der dann sowieso entwaffnet ist, und damit fallen sie tot zu Boden. Ihr blickt euch um, die anderen drei sind verschwunden, von Poltax keine Spur. Ich trete mal näher an dieser Holzwand, wo meine Kameraden verschwunden sind, und will mal da abtasten. Ja, Jalan, hörst du mich? Ja, hören wir ihn? Nein. Okay. Ich klopfe mal dagegen, ob ich eine Dicker kennen könnte. Dick, ich weiß nicht genau, wie dick es ist. Es ist auf alle Fälle Archen geformt, also es kann beliebig dick sein. Erkenne ich irgendwelche Unwasseradern in dieser Wand? Überall. Ja, dann. Rafim, schlag nach diesen Adern! Naja, ihr seid der Experte. Und ich würde anfangen, nach und nach mit meiner geweihten Waffe in die Unadern zu stechen. Also an der Tür, meine ich jetzt direkt, weil du die Tür sozusagen von der Arche trennen können, in irgendeiner Weise. Meister Abelmir, was ist das hier? Du biegst dich um, Hyvilla ist noch da, Aviander und natürlich Hexe Saphira. Wir befinden uns im Inneren einer Arche. Warum ist das Wasser weg? Nun, sie kann das Holzwachstum kontrollieren und das Wasser ab- und anlassen. Und was ist mit... Nun ja... Was ist, wenn das Wasser wiederkommt? Oder etwas anderes? Dann sollten wir uns beeilen. Dann sind wir nämlich verloren. Das heißt, das war es jetzt einfach? Nein, noch ist nicht aller Tage Abend. Wir kämpfen uns durch zu unseren Kameraden. Helft mit! Schlagt nach diesen Adern! Sie sind das Essenznetz dieser Arche. Sollten wir das wirklich anfassen? Nein, schlagt mit Waffen danach natürlich. Ich habe keine Waffen. Ist dir vielleicht aufgefallen? Rafim, hast du vielleicht ein Dolch oder irgendetwas? Nein, ich habe nichts anderes mitgebracht, und jetzt halt die Schnauze und schlag die Adern, meine Güte. Hier, nimm diesen Dolch. Ich reiche mal einen Langdolch. Danke. Nun fang an. Ja, ihr könnt damit anfangen, auf die Wände einzuhacken, nach den Adern zu schlagen, und immer mal wieder spritzt euch Unwasserflüssigkeiten entgegen. Ob sie dann für die Gelenke zuständig sind, ob sie Schmerzen verursachen, ob dieser Käfer, so er denn existiert, überhaupt als Dämon Schmerzen verspürt, ob ihr etwas dagegen ausrichten könnt mit euren Waffen. Mira versucht es zumindest mit dem Endurium-Gebiss. Rafim schlägt auf alle Fälle dagegen, und ihr könnt sehen, wie das Holz wächst und arbeitet. Ja, weil auf der anderen Seite. Alan hat wenig Zeit damit verloren, nachdem er dann sich kurz zu Sulaimin gesellt hat, die den Wurm betrachtet und diesen dann auch für, ich nehme an, keine Gefahr empfindet. Schwimmt er an der Seite hoch und setzt das Schwert dann an einer der Röhren an, die ihn hineinführen, denn er kennt ja, er weiß ja, wie die Nieren in der Arche funktionieren, und macht sich der Rand, sie durchtrennen, und wedelt mit dem Arm stumpf in der ersten Richtung der anderen und dann an dem Wurm vorbei. Ich möchte Sorge tragen, erst die Röhren, die in ihn hineinlaufen, durchzuschneiden. Ja, würfel mal eine Anatomieprobe. Anatomie? Ja, ist nicht wirklich erschwert, aber die... Hilft mir die Ortskenntnis Gezeitenspinne? Ja, sind nochmal 2 Punkte, ne? Okay, ich habe Anatomie nicht, was würfel ich? Dann würfel mal eine Klugheitsprobe. Okay, das ist... ja. Du schneidest willkürlich Adern durch. Ich meine, das hat damals auf der Gezeitenspinne gut funktioniert. Bei der Schlacht in den Wolken hat das auch gut funktioniert, als du Myria davon gelöst hattest, als du Ragnar davon gelöst hattest oder Dexter Nimrod, also. Gut, Mann, stopp. Ich möchte widersprechen, dass das gut funktioniert hat. Ihr sind alle tot. Ja, aber du schneidest und hörst recht, dann irgendwann auf, als du wieder, als du dann dich zu deinen anderen umblickst und du irgendwie in dem Unwasser getränkt bist. Nehmen wir das in Kauf. Ich versuche, der Arche gerade ihren Saft abzudrehen.
Ich mach weiter. Wenn die anderen nichts machen, sollen sie halt hier rumschwimmen. Aber diesen Wurm zu killen, also diese Niere abzuklemmen, ist gerade meine oberste Priorität. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen habt ihr auch noch Wasser. Also Zulemin geht davon aus, dass Yalan weiß, was er tut und nimmt auch die Arbeit auf, indem sie auf diese Dinger einhackt. Natürlich mit noch weniger Ahnung, welche sie jetzt da zuerst durchtrennt. Ja, das, was Yalan macht, scheint nicht wirklich System zu haben, aber wenn sich Zulami jetzt auch dazu gesellt, wird ein genauerer Blick auf diesen Wurm geworfen. Bisher wurde nur das Maul betrachtet und was es uns antun könnte, was er uns antun könnte, bis ich mich dann auch zu den Schläuchen begebe, meinen Dolch ansetze und möglichst am Wurm dran dann diese Schläuche abkappe. Ihr könnt gedämpft durch das Wasser ein leises Klatschen hören, wie als ob jemand mit Händen ins Wasser klatschen würde. Und wenn ihr euch umblickt, könnt ihr in einiger Höhe erkennen, wie dort wohl ein Magier steht. Humanoid würdet ihr ihn nicht ganz nennen. Seine Augen sind bläulich und an seinen Handgelenken schimmern silberne Reife. Er ist komplett verhüllt. Unwasser, was aus seinen Augen läuft, einige Muschelamulette, die ihr erkennen könnt, und einige dunkle Glyphen und Symbole auf seinen Roben. Ihr wisst schon, wenn ihr die Arche beschädigt, das Anthropäum, dass wir euch einarbeiten. Ja? Redet jemand Speziellen an oder uns generell? Euch alle. Euch drei, wie ihr dort steht und schneidet. Ich deute mit dem Armstumpf auf Diamantis, ich deute auf den Magier und hoffe, dass die Geste eindeutig ist. Ja, Diamantis greift sich instinktiv an die Seite, wo sonst immer seine Balestrina hängt. Jedoch greift er ins Leere. Unter Wasser hat er die natürlich nicht mitgenommen. Und so greift er seinen Dolch fester und schaut sich den Wurm an, das Territorium hier. Vielleicht hat er eine schnelle Möglichkeit, damit ein, zwei guten Sprüngen, wie er es schon auf den Dächern von Janka getan hat, schnell an den Magier ranzukommen. Ihr seid immer noch unter Wasser. Und während ihr euch umblickt, nach Waffen absucht und versucht, ob ihr vielleicht zu ihm hinschwimmen könntet, dann merkt ihr, wie das Wasser viskoser und viskoser wird und gelartig aushärtet. Ihr könnt immer noch atmen unter Wasser oder auch nicht, aber eure Bewegungen werden schwerer und schwerer. Oh, Schande. Ich schwimme nach oben. Ich versuche, an ihn ranzukommen. Und ich kann ja auch als Einzige hier noch sprechen. Und ich rufe ihn zu. Als ob ihr das nicht tätet, wenn wir eure Arche in Ruhe lassen. Er ist der Träger von Yamesh, Akwam. Sieh dir die Hand an. Ihr verlor. Yalan, dein Name ist bekannt. Er hat keine Hand mehr und seine Schuld wurde beglichen. Seine Schuld ist erst beglichen, wenn er vor Darun Paligaren steht. Erst dann. Und wer seid ihr, dass ihr so mit uns sprecht? Woher kennt ihr ihn? Ich kenne ihn nicht. Aber Paligan kennt ihn. Ihr würdet mich Mordor nennen. Bin der König von Vaillat, untergegangen im 9. Zeitalter. Ulamin schaudert ein wenig, denn diesen Namen hat sie schon einmal gehört. Aber davon lässt sie sich nicht aufhalten. Und was sucht ihr hier? König. Rache. Rache für Chalven. Für Chalven? Sie hat den Kampf aufgenommen gegen mich und gestürzt. Nun wird sie erweckt werden. Und ihre Qual wird mir ein Fest sein. Ihre Prophezeiungen werden Daru und Paligaren helfen. Ihr seid zu spät.
Das glaube ich euch nicht. Es spielt keine Rolle, ob du mir glaubst. Aber es spielt eine Rolle, ob wir euch aufhalten können. Es ist bereits zu spät. Wir wissen, wo Bahamut liegt. Also habt ihr alles erfahren. Und werdet Chalvins Thron den Rücken kehren? Wir sind noch nicht fertig. Aventurien wird vernichtet in dem Jahr der Fluten. Aber ich hörte viel von euren Taten, dass ihr den toten Drachen besiegtet, der auch uns schon aufsuchte. Vieles passiert in Zeitaltern. Als Feind oder als Verbündeter? Es interessiert mich nicht, was die Oberflächenbewohner wollen. Und doch habt ihr von uns gehört. Euer Ruf wird überschätzt. Unter Wasser seid ihr nichts als Puppen.